auch viele nicht wissen. Es gibt hier Ausweisprobleme, Personalausweis. Wir sind das Personal der Bundesrepublik Deutschland. Ohne dass wir gefragt wurden, ohne dass uns tatsächlich gesagt wurde, was die Realität ist, dass wir nämlich nur einem Verein dazugehören. Und das sollte einen doch nachdenklich machen. Denn jeder, denke ich, weiß, was ein Verein ist. Ein Angelverein, ein Turnverein. Da können Sie innerhalb Ihre Päpste wählen, Ihre Vorstände, was auch immer. Aber nach außen hin auf der Straße haben Sie in dem Moment keine Rechtskraft mehr. Und das gilt auch für die Polizei. Und auch die Polizei sollte mal nachlesen. Und ich möchte da nicht die Polizei angreifen, ganz und gar nicht. Aber hier geht es einfach um die Wahrheit. Und hier wird nur mit zwei Arten gearbeitet. Nämlich einmal mit der Lüge und einmal mit der Wahrheit. Und das, was wir tun, wir arbeiten mit der Wahrheit. Und alles, was wir sagen, können wir vorlegen. Gesetzlich, wie es festgeschrieben ist. Und wenn im Grundgesetz drinsteht, in Artikel 19, Halbsatz 2, dass das Gesetz für beide Parteien gleich zählt. Und das heißt, wenn ein Polizist auf mich zukommt und sagt, ich muss mich ausweisen, habe ich genau das gleiche Recht, ihm gegenüber zu sagen, bitte weisen Sie sich mal aus. Und da geht es nicht um einen persönlichen Angriff, absolut nicht. Sondern hier geht es um meine Rechte. Und viele haben ihre Rechte vergessen, weil sie gar nicht geschult werden, weil man das gar nicht haben will, dass die Leute hinterfragen. Die Leute sollen nur noch glauben, was in den Medien kommt, was in den Zeitungen steht, was im Fernsehen kommt und so weiter und so fort. Wir müssen beginnen, wieder uns hinzusetzen, uns die Zeit zu nehmen und nachzulesen, was sind meine Rechte, was sind überhaupt Menschenrechte. Ja, solange wir das nicht wissen, haben wir auch keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, bei einer Polizeikontrolle oder was auch immer, ja, dann bin ich verloren. Wissen ist Macht, das ist ein altes Sprichwort. Und wenn ich meine Rechte nicht kenne, dann habe ich keine Rechte. So einfach ist das eigentlich. Und meine Bitte ist einfach an euch alle, setzt euch wieder hin. Macht mal eure Glotze aus oder entsorgt sie am besten direkt. Das ist natürlich noch besser, denn das Internet bietet genug und das bietet das, was ich haben will, zu jeder Zeit. Ja? Egal, ob das Filme sind, ob das Dokumentationen sind oder sonstige Dinge. Ich bestimme, was ich sehen will. Im Fernsehen bestimmen die, was ich sehen soll und wann ich es sehen soll. Wir wurden vor einigen Wochen über den Verfassungsschutz mehr oder weniger unsere Sakralstätten, so nennt man das bei uns, beraubt. Das heißt, man hat Hausdurchsuchungen durchgeführt, ohne einen richterlichen Beschluss. Somit wurde uns der gesetzliche Richter entzogen. Und auch das steht im Grundgesetz, Artikel 101. Niemand darf dem gesetzlichen Richter entzogen werden. Und das heißt, wenn ein Richter nicht unterschreibt, so wie er soll, so wie es im Gesetz drin steht, wird er mir in dem Moment entzogen. Ja, das heißt, in dem Moment entscheidet eine Privatperson über eine Sache. Und das möchte ich nicht haben, das wollen wir alle nicht haben. Ja, also bitte lest mal nach. Ihr sollt mir nichts glauben, ihr sollt es einfach mal nachlesen. Das Grundgesetz ist nicht dick, das ist ein paar Seiten. Ja, einfach mal reinschauen, nachlesen, da steht alles drin. Und wenn ich dieses Grundgesetz hochhebe, dann heißt das, das sind nicht nur eure Rechte, sondern meine auch. Und dann hat man sich daran zu halten. Denn wozu haben wir denn Gesetze? Wir haben Gesetze da, damit hier eine Ordnung herrscht. Und dafür wurde das Grundgesetz hergestellt. Und das Grundgesetz wurde nicht von uns gemacht, sondern das haben wir bekommen. Und das steht ja schon vorne auf der Titelseite drauf. Ja, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir heute in den Medien hören, dann wird über Deutschland geredet, dann wird über Europa geredet, dann wird über die Bundesrepublik Deutschland geredet. Ja, was ist da los? Wenn die Frau Merkel sagt, Deutschland ist souverän, dann hat sie ja wohl recht, denn Deutschland ist tatsächlich souverän.
wenn sie sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht souverän, so wie es der Herr Schäuble gesagt hat, seit 1945, dann hat er da auch recht. Ja, also es gibt die Bundesrepublik Deutschland in Deutschland, es gibt Deutschland und es gibt Deutschland im Ganzen. Das sind drei verschiedene Paar Schuhe, die ich auseinanderhalten muss. Ja, sonst verliere ich den Überblick. Ja. Wir arbeiten, oder ich arbeite seit 4 Jahren, nachdem ich aufgewacht bin, nachdem ich mich selbst überzeugt habe, dass hier einiges schiefläuft und was hier schiefläuft. Und mein Streben und Begehren ist, etwas zu tun für den Weltfrieden, für uns alle. Es ist natürlich sehr schwer, denn wer sozusagen nicht systemkonform ist, der wird natürlich bekriegt. Und das fängt im Kleinen schon an. Ja, also wir müssen gar nicht so weit nach außerhalb schauen, sondern wir können hier direkt vor Ort schauen, die Augen aufmachen, nachlesen und werden dann feststellen, dass hier schon etwas nicht stimmt. Und mir liegt viel daran, politisch nicht zu diskutieren. Wir haben mit Politik überhaupt nichts am Hut. Es geht hier um die Rechte, um Gesetze. Sonst nichts. Und wenn irgendjemand diskutieren will über eine Politik, über die CDU, über irgendwelche Parteien, sage ich mir, ich tue mir das nicht an. Warum? Weil ich gesehen habe, dass das Parteiengesetz 41 niemals in Kraft getreten ist. Also was soll ich dann rumdiskutieren, was die falsch machen, richtig machen? Nee, für mich heißt es einfach, raus aus dem Reichstag. So wie es Xavier Naidoo schon gesungen hat. Und da hat er nicht Unrecht. Denn wenn ihr gar nicht legitimiert seid, was macht ihr dann da? Und da muss ich nicht diskutieren, was ihr anders machen sollt. Sondern dann sage ich, ihr müsst raus, wir haben die Schnauze voll. Ja? Wir möchten unsere Kinder in der Wahrheit, mit der Wahrheit aufziehen. Nicht mit Lügen. Wir möchten, dass unsere Kinder in der Schule die Wahrheit erfahren. Und nicht lügen. Ja? Und wer heute noch meint, die Pyramiden in Ägypten, hätten die Ägypter gebaut, der soll daran glauben. Und wer meint, es war jemand anders, der kann das auch nachprüfen. Ja. Es wird uns erzählt, die größten Pyramiden in Ägypten. Und heute wissen wir, dass in Bosnien noch größere stehen, im Bermuda-Dreieck noch größere unter Wasser sind. Da muss man sich doch die Frage stellen, wo kommen die denn her? Hier stimmt doch was nicht. Ja, es passt nicht, das Puzzle. Ja, und in dem Moment, wenn ich erkannt habe, es passt nicht, muss ich mich hinsetzen und muss recherchieren, denn ich will die Wahrheit wissen. Denn Lügen bekomme ich jeden Tag präsentiert. Und da haben wir keine Lust mehr drauf. Ich warte heute noch auf Antwort vom Verfassungsschutz. Ich habe ihnen geschrieben. Es geht um den gesetzlichen Richterartikel 101, der uns entzogen wurde. Und habe bis heute keine Antwort bekommen. Es wurde nichts widerlegt bis heute. Ich war auch direkt bei Ihnen drin und habe unseren Ausweis vorgelegt. Unser Ausweis ist eine Urkunde, eine öffentliche Urkunde. Ich habe meinen abgeholt letzte Woche vom Herrn Staatsanwalt persönlich. Ja? Wer es nicht glaubt, wir sind registriert in der Nationalbibliothek in Washington, Leipzig und Frankfurt. Ihr könnt selbst nachschauen. Das sind öffentliche Dokumente. Und ein Polizist, der dieses Dokument nicht akzeptiert und es mir nicht widerlegen kann, dass es ein Fantasieausweis ist, wie sie so schön immer sagen, ja, da muss noch viel dazulernen. Ein Polizist, der nicht mal weiß, was eine Apostille ist, ja, warum bekommen die das nicht gelehrt? Das ist doch wichtig, ja. Eine Apostille ist eine Urkunde, von einem Richter unterschrieben, vom Landgericht unterschrieben. Und diese Urkunde, wenn ich ins Urkundengesetz reinschaue, Paragraph 2, ist global gültig. Partikular global gültig. Kann man alles nachlesen, einfach mal nachlesen. Und es macht mich traurig, wenn ich den Ausweis zeige und dieser Ausweis ignoriert wird. Ja, wenn man mir aufzwingen will, ich bin Personal der Bundesrepublik Deutschland. Da habe ich ein Problem damit. Ich bin hierher gekommen, ich bin hier groß geworden und ich möchte über mich entscheiden, wem ich mich anhänge oder zu wem ich gehören will.
Ja, das ist mein Recht und dieses Recht nehme ich mir einfach. Wir haben heute sehr viel gehört von KFM. Das war alles ein bisschen politisch. Es war kurz das Thema GEZ angesprochen. Warum muss ich über die GEZ diskutieren, wenn unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, geurteilt hat, dass die GEZ verfassungswidrig ist? Noch dazu OLG Tübingen geurteilt hat, dass die GEZ, der Südwestfunk, verfassungswidrig ist. Was gibt es da noch zu diskutieren? Wozu haben wir denn unsere Gerichte? Und wenn das höchste Gericht sagt, das ist verfassungswidrig, dann heißt das, ich muss es nicht bezahlen. Feierabend. Keine Diskussionen. Wofür haben wir die Gerichte? Aber anscheinend wird hier einiges überhört und ignoriert. Woran liegt das? Ja, die brauchen alle Geld, die sind nämlich alle bankrott. Und wofür brauchen die denn das Geld? Ja, um ihre Kriege zu führen, um Waffen zu verkaufen. Ja, und das hören wir jeden Tag. Keiner will Krieg. Jeden, den ich frage, sagt, nein, ich will keinen Krieg. Ist egal, ob es einer von euch ist oder ein Polizist, keiner will Krieg. Und trotzdem haben wir Kriege. Seit dem angeblichen Zweiten Weltkrieg Ende, genau 64 Stück an der Zahl. Schon etwas komisch, wenn man von Frieden redet und die ganze Welt nur noch aus Kriege besteht. Und das wollen wir nicht mehr. Und deswegen müssen wir lernen, aufzustehen. Wir haben natürlich mit den Jahren Angst suggeriert bekommen. Man hat es gesehen in Stuttgart 21, wo einer die Augen ausgeschossen bekommen hat mit einem Wasserstrahler, der dann vor Gericht noch verloren hat, noch dazu nicht entschädigt wurde. Ja, der Nächste, der vielleicht zu einer Demo will, sagt, oh, da bleibe ich doch lieber daheim. Da muss ich ja Angst haben, dass ich noch meine Augen ausgeschossen kriege. So wird die Angst uns suggeriert. Ja, aber desto trotz sollten wir aufstehen und trotzdem teilnehmen bei gewissen Dingen, die uns einfach nicht zusagen, indem wir Präsenz zeigen. Hier geht es nicht um Gewalt, hier geht es nicht um Schlägereien oder sonstige Dinge, sondern die Präsenz. Ich brauche nicht mal ein Wort sagen, ich brauche nur präsent sein, das langt schon. Ja? Und das ist der friedliche Widerstand und mit diesem friedlichen Widerstand arbeiten wir seit vielen Jahren. Egal welche Hindernisse uns über den Weg gelegt werden oder auf den Weg gelegt werden, wir werden den Weg weitergehen. Bis zum Schluss. Mittlerweile bin ich bekannt in Karlsruhe, ob das die Richter sind oder Staatsanwälte. Sie kennen mich alle schon. Die Staatsanwaltschaft macht den Laden schon zu, wenn ich komme, weil sie mir keine Fragen mehr beantworten können. Hier haben wir noch jemanden, der hat jetzt etwas kurz eine Erfahrung gemacht, indem man in ein Gericht reingegangen ist und gefragt hat nach dem Geschäftsverteilungsplan. Es ist doch unser Recht. In diesem Geschäftsverteilungsplan steht unsere Rechtsschutzgarantie. Und es ist mein Recht zu sagen, wo finde ich denn, wo kann ich da gucken? Denn das muss ja eine öffentliche Urkunde sein, unterschrieben vom Präsident und nochmal abgezeichnet von der Urkundsbeamtin, die seine Unterschrift bestätigt. Ja, warum gibt es das nicht mehr? Früher waren die im Rathaus ausgehangen, da konnte jeder hin, konnte sich die Urkunden anschauen. Heute finden wir sie im Internet. Und nicht mal eine Unterschrift, Name, nichts. Ein sogenannter Entwurf. Und wo finde ich jetzt meine Rechtsschutzgarantie? Da stimmt doch was nicht. Und wenn ich das erkannt habe, ja, dann kriege ich Probleme. Dann werde ich des Hauses verwiesen. Nur durch eine Frage, wo finde ich den Geschäftsverteilungsplan? Warum ist er nicht unterschrieben? Die ist völlig berechtigt, die Frage. Ja? Habe ich noch ein bisschen Zeit? Also, das sind sehr wichtige Dinge. Natürlich wissen viele Leute nicht, was die Juristik angeht, nichts viel darüber. Deswegen hat man ja unsere Rechtsanwälte, also wir haben keine Rechtsanwälte, die um das Recht kämpfen. Wir haben Rechtsanwälte. Also rechts ist das Gegenteil von links. Na? Und bei unserer Sache geht es ums Recht, ohne es. Ja? Also die Rechtsanwälte, dieses Gesetz hatte Hitler erfunden vor vielen Jahren. Ich möchte aber gar nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte euch nur eins sagen, wenn ihr eine Vollmacht unterschreibt, wenn ihr mal ein Problem habt, und das sind wir gewohnt,
wir haben ein Problem, wir haben keine Zeit dafür oder kennen uns nicht aus. Also ist der schnellste Weg zum Rechtsanwalt, eine Vollmacht unterschreiben und hier mach mal und Feierabend. Ja? In dem Moment, in dem ihr eure Unterschrift leistet, gebt ihr all eure Rechte ab. Das heißt, der Anwalt kann tun und lassen, was er will. Und er wird nicht für euch arbeiten. Kein Anwalt arbeitet für euch. Und ich erfahre das immer wieder vor Gericht. Nicht ein Anwalt habe ich bisher angetroffen, der wirklich sagt, hier wird das Grundrecht oder hier wird eingegriffen in das Grundrecht des Angeklagten oder Beklagten. Ja? Es geht hier nur noch um Geschäfte. Und das ist die Realität, denn wir sind die Handelsware. Und wir haben keine Staatsgerichte mehr, sondern Handelsgerichte nach Seehandelsrecht. Und da wir für tot erklärt sind, eine juristische Person, sind wir Gegenstände, die Handelsware. Ja? Und wenn der Herr Staatsanwalt den Gerichtssaal betritt, muss er seine Versicherungsschutzkarte dabei haben. Ja? Es geht nämlich um die Schuld, die dem Beklagten oder Angeklagten übergestülpt werden soll. Es geht nicht mehr darum, warum ist es passiert, wieso, welche Umstände haben diesen Sachverhalt ausgelöst. Nein, es geht nur noch darum, wo können wir am meisten Profit rausziehen? Nichts anderes. Und man hat es gesehen bei Kachelmann als Beispiel. Er musste ja seine ganzen Villenhäuser verkaufen im Ausland, bekam dann zum Schluss einen Freispruch, aber entschädigt wurde er nicht. Wir kennen den Fall Mollert, der 8 Jahre in der Klapse war. Warum wissen wir auch? Da hat nämlich die Hypobank was damit zu tun. Und jetzt, nachdem er seinen Freispruch bekommen hat, soll er tagtäglich seine 6 Euro bezahlen für das Essen. Ist das nicht toll? Und das sind Zustände, die wir nicht haben wollen und darum kämpfen wir. Wir haben alle 14 Tage einen Stammtisch in Karlsruhe, seit über einem Jahr. Es werden immer mehr Leute. Das ist der einzigste Stammtisch, in dem man sich austauschen kann, wenn man aufgewacht ist und gemerkt hat, dass hier einiges nicht stimmt. Und jeder ist herzlich dazu eingeladen, um sich seine Informationen dort zu holen. Zusätzlich die Montagsmache, Mahnwache hier, die jeden Montag stattfindet. Und ich möchte mich jetzt einfach zum Abschluss bei allen bedanken für das zahlreiche Erscheinen hier. Ich möchte euch einladen für die nächste Montagswache. Denn es ist wichtig, dass immer mehr Leute kommen, damit die Herrschaften da oben auch sehen, ja, dass sich da etwas ansammelt. Und dass nicht nur 10, 20 Leute unzufrieden sind, sondern dass es viel mehr sind, viel mehr Leute, die sagen, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr. Ja. Ich könnte euch noch ewig erzählen, aber dazu lade ich euch im Stammtisch ein, denn das würde den Rahmen sprengen und wahrscheinlich würde ich noch 2 Wochen hier oben stehen. So groß ist nämlich das Problem und so umfangreich ist es. Ich habe eine Bitte an euch alle. Setzt euch hin, informiert euch, macht den Fernseher aus. Und ich habe eine Bitte an die Polizei. Arbeitet für das Volk und nicht gegen das Volk, denn ihr gehört auch zu uns. Ich übergebe jetzt das Wort an den Frank. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, ich bin noch ein bisschen da, könnt ihr mich fragen. Und ansonsten seht ihr mich immer montags hier an der Montags-Mahnwache. Dankeschön. So, lieber Steven, danke für deine Worte zu unseren Rechten. Das ist ganz wichtig, dass wir da ein bisschen näher Bescheid wissen. Da wissen wir viel zu wenig Bescheid. Ich finde das richtig gut. Ja, und jetzt sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Veranstaltung angelangt. Die soll ausklingen mit einem Lied von dem Johannes, den ich jetzt dann zu mir bitten möchte. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch allen meinen Dank zu sagen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es sind schon ein paar weniger geworden, viele haben einen weiten Weg. Es war richtig schön mit euch allen zusammen heute hier. Wir freuen uns und wir hoffen, dass ihr auch viel Spaß hattet, dass es für euch interessant war. Und wir würden uns freuen bei unserer nächsten Veranstaltung, die wir jetzt dann zu planen beginnen, wenn wir euch dann wieder einladen und hier wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Johannes, Gitarre für dich.
Einer der ganz wichtigsten Menschen in meinem Leben ist Gerhard Schöne. Kann ich auch nur jedem empfehlen, den mal auf YouTube und so weiter zu suchen. Gerhard Schöne ist auch in der Montagsbewegung ganz, ganz stark gewesen. Es ist ein Liedermacher. Und ich kann einfach jedem Song, den er jemals geschrieben hat, zustimmen. Er war auch sehr christlich geprägt und weil die Montagsmahnen waren damals halt auch mit von der Kirche geschützt und organisiert wurden. Und ich muss sagen, auch die Leute, die heute hier Konfetti geworfen haben mit den Aluhüten und so weiter. Ich versuche seit ein paar Wochen ein paar Linke dazu zu kriegen. Meine Mitbewohner, einige davon bezeichnen sich jetzt links. Und ich bin immer stark in der Diskussion mit ihnen und versuche diese Diskussion eigentlich vor das Mikrofon zu holen. Wir hatten auch vor kurzem die Antifa da, die Flyer für so eine Entschwörungstheorie-Vortrag hatten. Und ich habe sie gebeten, kommt doch einfach her, bitte, kommt ans Mikrofon und diskutiert mit uns. Das ist das, was ich persönlich eigentlich will, dass nicht nur die homogene Masse der Leute, die wir uns ja eh alle relativ einig sind, was wir wollen und auch und so weiter, sondern dass wir hinterfragt werden, dass wir dazu gebracht würden, unsere Meinung zu verfestigen und zu diskutieren und das halt im Frieden und konstruktiv und produktiv, ja? Und das ist das, was ich mir wünsche. Weil diese Leute haben auf jeden Fall schon viel an Systemkritik in petto. Die haben viel Systemkritik in der Hand. Die können uns auf viele Sachen, auf Bücher und so weiter hinweisen, die wir vielleicht noch nicht gelesen haben. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ja, aber leider sagen sie, mit den ESO-Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Und da ist einfach vorbei. Ne? Und ja, für sie, leider. Und ich versuche es immer wieder. Ich habe viele Leute, viele Freunde aus meinem Freundeskreis halt, die links sind und ich diskutiere mit denen auch und die sagen, warum gehst du da hin? Und ich sage, naja, weil es einfach notwendig ist, weil ihr es zum Beispiel nicht macht. Ja? Ihr macht es nicht, ihr steht nicht da und versucht irgendwas zu reißen, sondern wir machen es. Ihr habt euch bequem gemacht in eurem Sesselchen, ihr seid so ein bisschen im Wohlstandsfett ertrunken und habt euch mit euren Worthülsen so eingemauert, dass ihr nicht mehr über eure Nasenspitze rausgucken könnt. Und das ist schade, das ist ganz, 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 ganz schade. Na gut, das nächste Lied von Gerhard Schöne. Wieder die Griffe sind von mir. Das heißt, spar dein Wein nicht auf für morgen. Und trotzdem einfach für mich ist es am wichtigsten, seinen Nachbarn, seinen Nächsten zu erreichen. Ja, und das ist das, was für mich wirklich am allerwichtigsten ist, in meiner Stadt oder halt, wenn ich hier nach Karlsruhe komme, halt in Karlsruhe mich damit zu beschäftigen, was macht mein Nachbar, ja, auch wenn dieser Nachbar ein Bürgermeister ist oder was ich wäre, ich will mich um meinen Nachbar kümmern, ich will mit denen in Kommunikation treten, ich will was auch immer, ja, also auf jeden Fall Frieden. Gut, jetzt lang geredet. Spar deinen Wein nicht auf für morgen, sind Gäste da, so schenke ein. Leg was du hast in ihre Mitte, von Schenken wird man reich allein, reich allein. Spar nicht mit deinen guten Worten, wo man was tot schweigt, schweige nicht. Denn wo nur leeres Stroh gedroschen, da hat dein gutes Wort Gewicht. Spar deine Liebe nicht am Tage, für paar Minuten in der Nacht. Hol sie aus ihrer Dunkelkammer, dann zeigt sie ihre Blütenpracht, ihre Blütenpracht. Spar deinen Mut nicht auf für später, wenn du mal was ganz Großes bist. Dein kleiner Mut hilft allen weiter, weil täglich Mut vonnöten ist. Spar deinen Wein nicht auf für morgen, sind Gäste da, so schenke ein. Leg was du hast in ihre Mitte, von Schenken wird man reich allein, reich allein. Thank you.
Dankeschön. Jo, jetzt haben wir es geschafft. Ich hoffe, es hat euch allen richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, besucht uns auf den Mahnwachen, wo immer ihr her seid, egal in welcher Stadt, in irgendeiner, die uns heute begleitet hat. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr zu uns kommt. Ihr seid immer herzlich willkommen. Vielen Dank an euch alle und einen guten Nachhauseweg und auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss!